Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Denn heute werden wir mal wieder meine Monats-Rewards ziehen. Eigentlich immer so das, naja, geilste Video auf meinem ganzen Kanal. Jeden Monat muss ich ganz ehrlich sagen, wir werden logischerweise wieder eine garantierte Ikone bekommen und 44 Informs und werden unser 11er Inform-Set auch noch ziehen. Ich denke mal, die meisten von euch haben eh schon mein letztes Video gesehen, als ich drei von den 11er Inform-Sets schon zu dem Team of the Week hier gezogen habe. Meine 100k-Sets werde ich aber aufspannen, das werdet ihr gleich sehen. Aber im Gegenzug dafür habe ich noch das ein oder andere Pack, denn ich habe mich dazu entschlossen, noch hier den guten Deko eben kurz abzuschließen. Denn gerade waren die Preise relativ günstig und ich hatte ja noch sehr, sehr viele von den untauschbaren Informs. Hier auch zum Beispiel Merdens auch noch untauschbar, noch ein paar rote Spieler. Und ich dachte mir, ist vielleicht noch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, denn es kann durchaus sein, dass in der nächsten Woche neue Prime-Icons kommen und so weiter und so fort. Und ich habe Deko jetzt für knapp 270.000 Münzen bekommen. Also jetzt echt nicht so viel, wie ich finde. Und die Sets werden wir jetzt gleich noch öffnen. Das wollte ich euch einfach noch zeigen. Da haben wir Deko und den werde ich ja logischerweise eher nicht spielen, sondern dann irgendwann weiterhin für eine Prime-Icon-SBC eintauschen. Und wir holen uns jetzt eben meine Preise ab und dann, wie gesagt, ziehen wir die ganzen Packs. Also ich kam monatlich auf Platz 17, war nicht meine beste Leistung, aber naja, ich habe halt 5x38 Siege geholt, Platz 17 der Welt. Geht auf jeden Fall völlig in Ordnung, wir kriegen natürlich wieder unser Top 100 Trikot und ich kam wöchentlich auf Platz 56, 125.000 Münzen, 300k-Sets, die wir logischerweise nicht öffnen werden und ja, das gute Top 100 Trikot. Man kennt es, kann man direkt wieder abstoßen und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einige Sets am Start. Und wir starten direkt mal rein mit drei Premium-Gold-Sets. Immerhin waren jetzt natürlich auch nicht die geilsten Packs, die man da bekommt von dem Deko. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich meinte das ja auch schon beim letzten Mal, dass die meisten Packs immer von den Prime-Icon-SBCs immer relativ gut sind. Wir hatten ja auch beim letzten Mal beim VRA Griezmann drin. Das war auf jeden Fall ganz nice. Jetzt sind wir wieder einen seltenen, aber keine Boards. Ist eigentlich auch logisch bei einem 7,5k-Set, dass man da jetzt nicht so viel zieht, aber wir haben auf jeden Fall gleich auch mindestens noch ein 35k-Set, das sehe ich da schon. Also ist noch einiges möglich, das werden wir auf jeden Fall ziehen und dann schauen wir mal, ob wir in unserem 11er Inform-Set was drin haben und dann kommen natürlich unsere Monats-Rewards. Ich bin darauf ziemlich gespannt. Ich hoffe natürlich auf eine zentrale Ikone mit einem hohen Rating. Das ist mir sogar fast noch wichtiger. Also ich würde mich auch mit einem, was weiß ich, für einen Spieler zufrieden geben, wenn er denn ein hohes Rating hat, denn die kann man, wie gesagt, dann immer deutlich besser für die Prime-Icon-SBCs eintauschen. Ob ich jetzt wirklich jemanden ziehe, der jetzt irgendwie spielbar ist, weiß ich nicht, das wird man dann natürlich sehen, aber ja, ich gehe jetzt, denke ich mal, ganz stark nicht davon aus. Und wenn, würde ich mich sehr über einen Innenverteidiger freuen. Von den roten Karten hätte ich ganz gerne Neymar, den würde ich gerne spielen, wobei da plane ich auch seine Team-of-the-Year-Karte zu holen, die ja sehr wahrscheinlich kommt. Aber also mal schauen, über den zweiten David De Gea in Rot würde ich mich auch freuen, den würde ich definitiv spielen. Aber erstmal ziehen wir hier Iker Casillas mit einem 83er Rating, also auch das geht besser. Wir haben auch noch Caligiuri hier drin, grüß dich Daniel. Aber ansonsten, ja gut, kann ich das alles speichern und den Rest kann ich dann abstoßen. Ich schau mal ganz kurz, ob wir noch ein Set haben. Wir haben noch zwei. Hier die seltene Goldspieler-Set und das Premium-Goldspieler-Set. Die beiden machen wir noch auf. Und dann, wie gesagt, geht's zu den beiden großen Sets. Auch da ziehen wir immerhin wieder Boards. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wieder Spanien, wieder Torwart. Alles klar. Grüß dich, Casillas. Den, ja, habe ich eben zum Beispiel auch erst noch ein paar Mal abgegeben. Weil der Deko war ja auch mal beim FC Porto und man muss da irgendwie so ein paar Porto-Spiele abgeben. Ich habe euch jetzt logischerweise nicht jede von den SBCs da gezeigt. Und im seltenen Goldset ziehen wir immer nicht Iker Casillas, sondern irgendwas anderes. Na gut, die Packs haben zumindest ein paar Münzen noch mal wieder reingebracht und natürlich sowas so wie Team Fitness Card und so kann man immer sehr gut gebrauchen. Aber im Großen und Ganzen viel mehr als, weiß nicht, 20, 30k werde ich damit nicht wieder rausgeholt haben. Aber immerhin, ihr seht es ja schon. Top 100 Foot Champions Set, aber erstmal öffnen wir unser ultimatives Team of the Week Set. Poggi, Dybala, Alexis Sanchez ist jetzt der Versuch Nummer 4, die beiden oder einen von den dreien zu ziehen. Wir schauen einfach mal,
ob es vielleicht nicht diesmal nicht ein Brasilianer wird oder Arnautovic. Das wäre aber immer ganz nice. Komm schon. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich habe es nicht anders erwartet. Ihr kennt meinen Packluck bei den wöchentlichen Belohnungen. 4 Versuche, wir haben 4 Packs geöffnet, 4 Stück, und wir haben nicht einen von den 3 besten gezogen. Das ist schon, das finde ich schon echt hart, muss ich sagen. Viele ziehen 2 oder so und ziehen in beiden einen guten. Wir haben hier immerhin auch noch Arnautovic drin und Ederson. Es ist auch nicht so das schlechteste Pack, aber wir haben, naja, ich bin damit auch nicht wirklich ganz zufrieden, muss ich ganz echt zugeben. Ich kann noch mal ganz kurz gucken, was die so wert sind. Hier, die kann ich auf jeden Fall schon mal alle auf den Transferstapel packen, aber Arnautovic war gestern noch so bei 80k, der wird jetzt, denke ich mal, so bei 60, 70 sein. Ha, wobei, der ist noch bei knapp über 100 gerade sogar. Okay, das ist noch ganz in Ordnung. Ihr seht es, er ist gerade bei über 120. Firmino habe ich gestern für 190.000 so verkauft. Der hält sich auch ein bisschen im Preis, muss ich sagen. 190k kriege ich auch jetzt noch für den. Also gut, mit den 4 mache ich dann schon fast meine 500.000. Ja gut, nicht ganz. Also so 400k. Und dann noch die anderen, so knapp 600k werde ich wahrscheinlich trotzdem gemacht haben mit dem Pack. Ist in Ordnung, aber ist auch nicht das Beste. Aber wir haben noch ein Set, Freunde, das wisst ihr, das kann wieder alles rausreißen. Top 100 for Champions Set. Wir hatten jetzt bis jetzt in dem ersten Monat, da hatten wir Rijkaard drin und zum Beispiel auch noch David De Gea. Und im zweiten hatten wir, glaube ich, Desailly, auch als Innenverteidiger. Und als Besten hatten wir, glaube ich, Hummels. Also das zweite war echt nicht gut. Die Spieler habe ich mittlerweile auch alle für die SBCs eingetauscht. Und von daher schauen wir einfach mal, welche Ikone da jetzt heute drin ist. Wir öffnen es. 200 Spiele haben wir gemacht für dieses Pack. 200 Spiele. Und wir ziehen Brasilien, ZOM. Nein, 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 nein. Wer ist es? Wer ist es? Oh! Ich kann nicht mehr. Nein! Nein, der süße Ronaldinho. Auch noch in seiner besten Variante als Zehner. Der ist besser als der Prime, weil der Prime ist links Flügel. Ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Oh. Wir ziehen einfach ernsthaft Ronaldinho. Ey, den kann ich sogar in mein Team stellen. Wie geil ist das denn? Im Schalke-Trikot. Ronaldinho, 91er Weltrick. Haut dafür auf jeden Fall mal den Like-Button nach oben. Mindestens 10.000 Like kriegen wir hin, oder? Für diesen Ronaldinho, wie überragend ist das? Ich habe mich immer über meinen Packluck aufgeregt. Aber das, muss ich sagen, zahlt jetzt einiges aus, oder? Ronaldinho. Moment, ich muss mal ganz kurz ein Foto machen. Muss ich mal ganz kurz Julius schicken. Der wird sich nämlich wieder aufregen. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus, Julius. Aber, das muss jetzt sein. Foto ist gemacht. Ach, Ronaldinho. Okay, ich bin eigentlich fertig mit dem Video. Wer da jetzt noch in Rot kommt, ist mir völlig egal. Es geht automatisch weiter. Ich gucke einfach. Ronaldinho ist am Start und Griezmann und Son und... Oh. EA, ich danke dir. Ich meine, mit Griezi kann ich zwar nicht so viel anfangen, bin ich offen und ehrlich, aber trotzdem, der ist halt überragend. Noch ein roter Griezi. Da wird Julius übrigens auch ziemlich neidisch drauf sein, weil er mag ja Griezi. Mega. Verratti, Pjanic, Son, Perisic. Guckt euch diese ganzen Spieler an. Aber Naldo ist nicht drin, ne? Wehe Naldo ist wieder nicht drin. Ich habe schon Goretzka damals nicht bekommen, aber... Ganz im Ernst, mir ist das völlig egal, wer hier drin ist. Ich habe Ronaldinho einfach. Und Son, den kann ich übel gut einwechseln, Griezmann. Es ist ein überragendes Pack, machen wir uns nichts vor. Ich gucke auf die zweite Seite und wir ziehen dich her. Ich bin raus. Das war's. Das war's. Das war's einfach. Ich bin einfach der größte Lacker auf diesem Planeten. De Gea ist der einzige Spieler, den ich in Rot habe, den ich wirklich nutzen kann. So, das wisst ihr auch. Das ist hier mein Team, ja? Für die, die jetzt sonst meine Videos nicht immer sehen. Ich habe eine rote Karte, die ich wirklich auch Ewigkeiten spielen werde, und das ist De Gea. Und ich ziehe wieder De Gea und kann ihn dadurch upgraden. Es geht nicht besser. Der ist
Der ist wirklich besser, als wenn ich jetzt hier so einen Messi oder sowas gezogen hätte, weil der wäre halt noch als Team of the Year Karte bald in mein Team gekommen. Guckt euch einfach die beiden Karten an, ja? Guckt es euch einfach an. Ronaldinho, De Gea, ich bin fertig für heute. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Ich hoffe, ihr hattet annähernd auch so viel Glück. Ich muss das hier erstmal kurz verarbeiten. Ich kann nicht mehr. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Ja.